Willkommen zurück. Die Liga lässt erneut Gas auf die Plattform ausströmen. Bei einem, bei einer sehr stickigen Folge, weil die Terraner hier ständig uns mit Gas auf den Sack gehen. Aber den Zahn ziehen wir denen auch noch. Zack. Oha. Könnt ihr da nicht gerade mal eben schnell? Ja, sehr schön. So, kommt mal her. Zack, 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 zack. Könnt ihr denn von hier unten aus? Alles klar. Lasst uns diese Garnison säubern, Jungs. Ja, ganz bestimmt. Zieht die Brücke aus und erledigt die Brutstätte. Ich will, dass diese Zerg von meiner Plattform verschwinden. Ja, ganz bestimmt. Können die von hier aus den verseuchen? Yes, können sie. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Oha. Warte mal, den könnten wir eigentlich sehr gut gebrauchen da oben. Die Königin sollten aber mal hier... Oh, es ist nur noch eine Königin. Ups. Könnt ihr hier mal eben? Ja, sehr schön. Ich brauche mehr Königin. Fällt mir gerade auf. Machen wir gerade nochmal 5, schicken die hier hin. Die Liga hat einen unserer Virophagen zerstört. Was? Wo denn? Die Garnisonen sind noch da. Oh shit. Ein Verseucher kann einen neuen Virophagen platzieren. Was ist denn da los, sag mal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, hier oben hätte ich... Ah, okay, 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 ich verstehe. Habe ich eigentlich noch überall hier so die Kontrolle? Ich weiß gerade nicht so genau. Alles wieder gut. Hier sollten wir vielleicht mal das noch zerstören. Unsere Verseuchung hat eine weitere Garnison erreicht. Oha. Macht ihr den gerade mal hier klar. Zack. Okay. Ah, und hier noch einer. Komm, 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 komm. Mach doch. Ist er jetzt uns? Ja. Moment, Moment, Moment. Zack, zack, zack. Ja, erstmal den da. Okay. Hier? Ja, okay, dann zieht euch mal zurück. Wo sind meine Königinnen, die ich gemacht habe? Wo habe ich die nochmal hingeschickt? Der Schwarmcluster wird angegriffen. Was ist denn los hier? Oh! Ach, hör auf, die Wichse. Hier, mach den mal platt. Kein Wunder, dass die Königin nicht durchkommt, die Säcke. Den Terranern ist das Gas ausgegangen. Zack. Zack. Schluss hier. Gibt's doch nicht. Also. Können die eigentlich die Königin? Kann die hier die auch heilen? Das würde mich mal interessieren. So. Jetzt aber. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Zack, zack. Zack. Macht weiter. Wir haben den Eingang fast erreicht. Achso, Moment. Da muss erst ein Extraktor hin. So. Hohoho. Okay. Wir brauchen mehr Vespingas. Das mit diesem Vespingas einfach. So. Nein, 5. Was? Falsche Taste gedrückt. Jetzt würde mich mal interessieren, können die das Ding hier heilen? Nee. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Dann müsste ich wahrscheinlich ein WBF einnehmen. Was übrigens auch geht und dann kann man ein Terraner-Gebäude bauen.
Die sollten vielleicht mal nicht ganz so nah da dran. Ah, Mist, jetzt haben sie den zerstört. So, zieht euch zurück, bitte. Lasst die Abwehrtürme das mal hier die verseuchten Terraner machen. So. 5. Ich muss auch mal wieder Kriechertumor platzieren. Und zwar hier. Da steht ja... Ach, das ist aber einer von uns. Ah, warte. Mach den mal platt und dann sollen die Verseucher mal eben hier hin. Okay. Wir brauchen mehr Overlords, hat sie gerade gesagt, ne? Dann machen wir mal den hier. Machen wir mal Massive Overlords. Das war hier. So, dann könnt ihr jetzt hier mal Vespingas sammeln, bitte. Damit das hier mal ein Ende hat mit dem ständigen Vespingas. Mit den ständigen Vespingas-Warnungen. So, wo sind denn meine Hydralisken, die ich noch gemacht hatte? Eine weitere Garnison ist unserer Verseuchung zum Opfer gefallen. Sehr gut. So, hier haben wir noch eine, die eigentlich in die Gruppe 5 gehört. Ah, wo sind denn meine Hydralisken? Irgendwo müssen doch hier Hydralisken sein. Oder? Nicht Hydralisken, Mutterlisken. Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Gut, die werden schon auftauchen. Dann machen wir hier alle einfach neue. Und schicken die hier hin. Und bei der 0 machen wir auch mal neue, soweit wie es geht. Ja, das glaube ich dir gerne, dass wir das brauchen. So, können wir hier vielleicht mal eben... Ah, wir haben aber auch den Superschuss hier bei den... bei diesem Kreuzer. Das ist sehr gut. Flupp. Die Zerg dürfen nicht hineingelangen. Tötet sie alle. Können wir hier... Aber jetzt sind wir durch. Okay, sollten wir aber noch mal ein bisschen Zeit uns lassen. Außerdem ist hier gleich wieder das Gas am Start. So, jetzt müssen hier auch gleich noch Hydralisken kommen. Da kommen sie schon. Weil ich will ja auf jeden Fall hier noch... Gas strömt auf die Plattform. Mach dich bereit, unsere Virophagen zu verteidigen. So, du kannst mal eben dich hier hinstellen, falls da... falls da wieder Lufteinheiten kommen. So, da haben wir jetzt neue Hydralisken. Mutalisken. Mann, dann lerne ich es denn mal. Versetzen wir sie wieder in ihren Urzustand. Wir brauchen mehr Vespingas. So. Dann sollen sie mal kommen. Zack. 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 Ach, hier sind noch welche. Sehr schön. Sehr gut. Was die reinhauen mittlerweile. So krass. Dab, 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 dab. Junge, 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 mach langsam. So, geh mal zurück. Weil, wie gesagt, nicht, dass ich hier die Mission abschließe, bevor das hier erledigt ist. Sind die neuen Hydralisken da? Ja. Hier. Zack, dazu. Wo ist eigentlich unsere Königin? Die lauscht. Zack. So. Ist das jetzt hier erledigt? Jetzt. Jetzt ist es erledigt. Zack. Erledigt.
Alle drei Einrichtungen wurden verseucht. Die Biomasse gehört dir. Ups. Nicht mal mehr die Abwehrtürme haben irgendwie eine Chance gegen diese Viecher. Versetzen wir sie wieder in ihren Urzustand. Ja, komm doch. Komm doch. Es ist Zeit. Ich bin der Schwarm. Nee. Warte. Ja, okay, komm. Ich jetzt? Ja, ich hab die auch hier oben geschickt. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Alles im Griff. Okay, dann müssen wir nur noch den Eingang zum Labor zerstören. Und ich glaube, das können wir sogar relativ easy mit den verfügbaren Mutalisken machen, wenn wir die alle mal hier auf einen Fleck packen und dann, Moment, so und so, genau, zack, alle erwischt, oder fast alle zumindest, und ab geht's. Den Terranern ist das Gas ausgegangen. Jetzt geht die Nummer hier ganz schnell. Bum, bum. Das Thema ist erledigt. Schwupps. Hier passiert ja nichts mehr. Meine Königin, der Schwarm ist bereit, auf deinen Befehl hin in das Labor einzudringen. Gut. Es ist an der Zeit, dass wir herausfinden, was uns im Innern erwartet. Ich bin sehr gespannt. Erfolgerung, verseucht. Schließen Sie Mission verseucht in der Kampagne. Okay, haben wir natürlich erledigt. Töten Sie in verseucht 60 Gegner mit terranischen Einheiten, die unter parasitärer Kontrolle stehen. Na gut, okay. Verseuchen Sie in verseucht auf dem Schwierigkeitsgrad nochmal alle Garnisonen, ohne einen Virophagen zu verlieren. Hätten wir fast geschafft. Gut. Was sind das für ein Gekreiche da draußen gerade? Ich wurde von einer weiteren Brutmutter kontaktiert. Rylot hat ihre große Brut aus dem Konflikt herausgehalten. Sie ist von dir beeindruckt und will ihre Brut zurück zum Schwarm bringen. Brutmutter Rylot, hör mir zu. Führe deine Brut auf Jontur 2. Dort produziert die Liga ihre neuesten Raumschiffe. Zerstöre diese Welt für den Schwarm. So soll es geschehen, meine Königin. Und erledigt. So schnell geht das hier. Dieser Ort besteht aus Stein und Metall. Warum? Bist du nicht beeindruckt? Die Urzak könnten so etwas nicht bauen. Ich brauche keine Mauern. Ich entwickle einen Panzer. Ich brauche keine Waffen. Ich entwickle Klauen. Mit Werkzeugen kann man etwas schaffen, das stärker ist als dein Panzer oder deine Klauen. Werkzeuge bleiben gleich. Ich sammle, ich entwickle mich. Und ich spreche jetzt mit Sagara. Dieser Ort ist sehr abgelegen. Trotzdem wird er so streng bewacht wie Kurhalt selbst. Die Terraner müssen hier etwas sehr Wertvolles verstecken. Technologie dieser Größenordnung? Dazu sind Arcturus-Ingenieure nicht in der Lage. Vielleicht haben sie Hilfe von einer höheren Macht erhalten. Wenn es Antworten gibt, dann im Inneren. Die Skygear-Station. Das geheime Waffenlabor der Liga. Sie ist das Herz von Mengsts Hybriden-Programm. Erzähl mir von den Hybriden. Eine Kombination der DNS von Zerg und Protoss. Etwas, das unmöglich sein sollte. Und diese Kreaturen folgen wirklich den Befehlen von Mengsk? Das glaubt er zumindest. Ich selbst bin da nicht so sicher. Ja, und gegen die Viecher haben wir ja schon in der vorherigen Kampagne gespielt.
Oh, der Apertur hat mal nichts zu sagen. Was ist da kaputt? So, wir haben eine Evolutionsmission für die Hydralisken. Hydraliskengattung bereit für Anpassung. Expeditionsbrut hat uralte Zerg-Essenz im Territorium der Liga entdeckt. Brut wird angegriffen. Zeit begrenzt. Okay. Ich bin mal sehr gespannt. Fehler wird aus Hydralisken gemorpht. Im eingegrabenen Zustand setzt der Fehler Tentakel ein, um ein einzelnes Ziel anzugreifen. Effektiv gegen gepanzerte Gegner. Ich glaube, das waren die Viecher, an die ich mich irgendwie noch erinnern konnte. Diesmal gab. Oder die jetzt auch wieder gibt. Was hat denn der für eine lange Nase? Schleicher wird aus Hydralisken gemorpht. Im eingegrabenen Zustand setzt der Schleicher Stacheln ein, um mehrere Ziele gleichzeitig anzugreifen. Effektiv gegen leichte Einheiten. Das genau. Das mit diesen Stacheln. Da konnte ich mich dran erinnern. Das war das. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, dieses Bild hier als Thumbnail zu verwenden. Dabei ist das so cool. Planet Marik 5. Schwarmcluster unter Beschuss. Tja, dann kümmern wir uns mal darum. Und jetzt? Was? Hallo? Die Prometheus Company. Die Verseuchungsspezialisten der Liga. Wir müssen schnell handeln. Prometheus. Essenz nahe. Schöpfung von Overmind. Fehlerkolonie. Langsamer Angriff. Unglaublicher Schaden. Krass. Essenz einsammeln. Hydralisken anpassen. Liga bezwingen. Das sieht voll gut aus, wie das sich das durch den. Wie sich das durch den Boden wühlt. Okay, also wir sehen schon mal, wo der rauskommt. Das ist gut. Zack. Okay. Untersuche. Sequenz unvollständig. Muss übrige Fehlerkolonien vernichten. Natürlich. Boah, wie krass das hier aussieht mit diesen Tentakeln. Voll gut. Oha, das war knapp. Der hat auch ein bisschen was abbekommen, der eine Hydralisk. Oh, 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 oh. Jetzt greifen hier zwei an. Das ist gar nicht gut. Auf, Junge. Zack. Zack. Okay, sehr gut. Weg. Ich sollte mich ein bisschen zurückziehen. Weil je näher ich bin, desto weniger Zeit braucht er, um selbst anzugreifen. Und desto weniger Zeit habe ich, um auszuweichen. Na komm. Sehr schön. Haben wir es? Sequenz erhalten. Aha. Verwebe Pfähler-Essenz in Hydralisken-Metamorphose. Ach krass. Hydralisken können nun zu Pfählern morphen. Ah. Ah, die Hydralisken selbst sehen anders aus und die können sich morphen und... Ah, okay. Das ist ja geil. Das finde ich super. Krass. Voll geil. Fehler kann eingegraben angreifen. Greift einzelnes Ziel an. Zerfetzt Panzerung. Bewegt euch auf die Anhöhe und greift ihre Waffen. Machen wir doch. Da ist gerade was aus dem Boden gekommen. Okay. Ach, und dass die das auch über verschiedene Höhenebenen machen können, finde ich ja auch geil. Ah, sehr schön. Ich bin sehr dankbar, dass der Panzer jetzt weggefliegt. Barrikade der Liga zerstört. Genau, das waren nämlich die Viecher. Das waren definitiv die Viecher.
Dieser Raketenturm kann unsere Fehler entdecken, selbst wenn sie eingegraben sind. Schaltet ihn zuerst aus. Erledigt. Oh, die machen wirklich anständig Schaden. Meine Fresse. Hammer. Zack. Boah, ich mag die. Ich mag die extrem. Diese Viecher. Oh, krass. Sehr geil. Und die sehen auch echt gut aus. Barrikaden zerstört. Nur Basis der Prometheus-Kompanie übrig. Okay. Komm, 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 komm. Auf. Und eingraben. Was? Hammer. Also echt, echt geil, die Viecher. Wupp. Und fertig. Was ist das? Ah, nee, da ist noch. Können die? Ah, okay, aber sie müssen noch ein bisschen näher ran. Und ein Krab. Scheiße, einen haben sie erwischt. Mist. Naja. Aber die Prometheus Company ist fertig. Terranische Truppen eliminiert. Alternative Hydralisken-Metamorphose möglich. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was war denn jetzt bei den Schleichern anders? Planet Kavir. Einst Brutkolonie für Dagots Brut. Jetzt verwildert. Kavir? Ach, schon wieder so ein komischer. Verwilderte Schleicher. Überlebende von schwarminternem Konflikt. Ich kann sie kontrollieren, aber ich kann nicht mehr von ihnen erschaffen. Schlüsselsequenz für Transformation fehlt. Benötigt Schleicherbau. Nahen Bau sichern. Essenz unter Kontrolle von Schwarm bringen. Okay. Kriegen wir hin. Der Schleicherbau ist nicht weit entfernt. Macht euch auf den Weg. Jo. Die verwilderten Zerg haben uns gespürt. Vergrabt euch. Schnell. Und jetzt? Schleicher. Greift eingegraben viele Feinde an. Ah. Effektiv gegen leichte Einheiten. Ah, okay, ich erinnere mich. Genau. Das ist natürlich auch... Ah, verdammt, das wird schwer. Das wird schwer. Achso, ich dachte, das könnte man angreifen. Hm. Mehr verwilderte Zerg. Grabt euch sofort ein und greift sie an. Der macht dann natürlich weniger Schaden auf ein... nein, 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 ein Gramm. Alter. Ist auch geil. Ist auch gut. Hm. Das wird eine schwere Entscheidung. Ziel erreicht. Brutmutter Kilissa auf dem Weg, um Essenz zu extrahieren. Overlords unterwegs. Und nun? Halt! Ich spüre, dass die verwilderten Zerg in Bewegung sind. Sie greifen von Süden aus an. Verteidigt den Schleicherbau! Kriegen wir hin. Zack! Oh Gott, auch noch Berstlinge. Oh, die sind aber... Kein Problem. Eine weitere Welle. Haltet sie vom Schleicherbau fern. Von oben. Okay. Könnte man sogar noch ein bisschen weiter vorpacken. So, jetzt. Schon sehr mächtig. Schon sehr geil. Verdammt. Dabei haben mir die anderen besser gefallen erst. Verwendete Zerg bezwungen. Brutmutter bereit zur Essenzentnahme. Muss Sequenzen für Hydralisken-Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Mhm.
Boah. Bauchsequenz von Hydralisken bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Okay, gucken wir uns das nochmal in Ruhe an hier. Kann zu einem Fehler morphen. Greift im eingegrabenen Zustand Einzelziele an. Effektiv gegen gepanzerte Einheiten. Kolonieessenz der Fehler entwickelte sich vor Jahrtausenden. Zum ersten Mal durch Anweisung des Overminds mutiert. Gattung von Tiefenkolonie. Mächtig. Kann Essenz mit Hydralisken-Morph verbinden. Fehler erschaffen. Oh, Entschuldigung. So. Greift einzelnen Gegner an. Tentakel zerfetzt. Panzerung. Fleisch. Knochen. So, und die Schleicher. Kann zu einem Schleicher morphen. Greift im eingegrabenen Zustand mehrere Gegner an. Effektiv gegen leichte Bodenziele. Schleicher entwickelte sich vor internem Schwarmkonflikt. Essenz zurückgelassen. Als Königin der Klingen auszog, weitere Gattungen zu assimilieren. Jetzt zurückgewonnen. Schleicher greifen im eingegrabenen Zustand an. Stacheln treffen mehrere Gegner gleichzeitig. Effektiv gegen Truppen mit unzureichender Panzerung. Es reizt mich tatsächlich mehr, diese Viecher hier zu nehmen, nachdem mir die ja erst sehr gut gefallen haben, wegen dem Schaden, den die machen. Weil die halt wirklich an mehreren Zielen Schaden verursachen, reizt mich das sehr. Aber wenn wir nochmal gegen die Protoss kämpfen, werden die natürlich besser, ne? Ah, fuck. Kann ich nicht beide nehmen? Pass mal auf, ich nehme die hier. Zack. Evolution abgeschlossen. Ich war jetzt eine spontane Entscheidung. So, und die Folge ist auch schon wieder lang genug. Deswegen sage ich jetzt bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.